Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu Industry Manager Future Technologies. Wir haben diesen Titel bereits vor ein paar Tagen angespielt und ja, es kam ja recht positives Feedback eurerseits. Es kam jetzt auch schon der erste Patch raus. Wir sind in der Version 1.1.1. Ja, Grund genug für mich zu sagen, okay, wir starten hier mal in ein Let's Play. Wir beginnen ein neues Spiel. Ist jetzt die Frage, ich habe es jetzt nicht großartig angespielt. Also klar, angespielt mit euch diese 4 Folgen lang, aber ich habe dann nicht weitergemacht. Deswegen, also einfach denke ich, können wir mal außen vor lassen. Normal oder schwierig stellt sich mir die Frage. Ich glaube, ich werde mal auf normal gehen. Wir haben 2 Gegner. Wir spielen mit einer mittleren Marktgröße. Vermutlich hat das dann auch mit dem Absatz zu tun, ne? Beziehungsweise, ja, Marktgröße groß. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht eher damit zu tun hat, wie viel kannst du verkaufen. Marktgröße groß. Naja, wir lassen es mal auf normal. 3 Städte, Anzahl der Ressourcen durchschnittlich, Kartengröße, ja, Ziel Goldmine, erreichen den Kontostand von 1 Milliarde. Ja, ist jetzt die Frage, wie schnell geht das? 30 Millionen mittlere Forschungspreise. Und wir starten. So, zoomen uns hier wieder den Alte Ego aus. Nee, sorry. Oh Gott, das sieht ja aus wie Bruce Darnell. Ein bisschen alt vielleicht. Die wäre hübsch, aber das falsche Geschlecht. Die wäre auch ganz hübsch. Tja, und schon sind wir wieder beim Anfang. Dann nehmen wir unseren Kollegen hier wieder, ne? So, wie nennen wir den? Den nennen wir natürlich Haubi, ist ja logisch. Und womit starten wir? Biotech, Software haben wir beim Angespielt genommen. Unterhaltungselektronik, Mode, Nahrung, Accessoires. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Komplex ist halt schon wieder eine Herausforderung, ne? Einfach erweitert. Einfach. Komplex. Was machen wir, Leute? Sollen wir wirklich mit was Einfachem anfangen? Ich meine, man kann ja später erforschen, ne? Das ist ja nichts Problem. Oder soll man was Komplexes nehmen? Unterhaltungselektronik, das klingt nicht schlecht. Probieren wir das mal. So, was für ein Logo nehmen wir denn für eine Unterhaltungselektronik? Würde ich sagen, nehmen wir das hier. Farbe nehmen wir wieder blau. Und wie nennen wir uns? Boah, ist jetzt echt eine gute Frage. Hätte ich eigentlich euch fragen können, ne? Wie nennen wir unsere Firma? Haubitzen Inc. Ja, komm, ist doch wurscht. Also, wir nennen uns die Haubitzen Inc. Und wir starten. Was? Du hast für den Anfang eine komplexe erwartete Produktionskette ausgewählt. Wenn du das erste Mal startest, ist das sehr kompliziert. Wir empfehlen Spiele mit einfacher Produktionskette. Willst du wirklich auswählen? Ja, wir machen das jetzt. Mein Gott. Dann geht's halt in die Hose. Im schlimmsten Fall, ne? Man lebt ja und wächst mit der Herausforderung, heißt so schön. So, Pause. Erst einmal Pause. Also, 3 Städte gibt's. Hier einmal Wiesenbronn. Dann gibt's Davensberg und Munzingen. Ja, ist sehr hübsch. Hier ist der Weltmarkt. Hier ist der Weltmarkt. Okay, also überall gibt's hier offenbar den Weltmarkt, oder? Sehe ich das richtig? Nur hier unten gibt's keinen. In Munzingen gibt es keinen Weltmarkt. Oh, da fühlen wir uns aber sehr benachteiligt, finde ich. Wenn wir da unten hingehen, da gehen wir nicht dahin, oder? Gehen wir da hin. Davensberg. So, was haben wir denn überhaupt für eine Produktpalette? Was wollen wir denn eigentlich? Unterhaltungselektronik, Handy, Smartphone, Smartwatch, Universalübersetzer, Kommunikations, Microchip, okay. Handy, Smartphone. Ja, also hier fehlen schon mal jede Menge Gebäude, die wir noch nicht kennen, hier ebenfalls. Raffinerie fehlt, Chemiefabrik fehlt, Elektrofabrik fehlt. Was brauchen wir denn für ein Handy? Kunststoff, Chemikalie, Lithium-Ionen-Batterie und integrierter Schaltkreis. Elektrofabrik, Chemiefabrik. Müssen wir also alles erforschen. Hier bräuchte man Alu, Graphit und Lithium. Das kriegt man in der Mine. Hier braucht man Silizium. Alu, Graphit, Lithium und hier brauchen wir Silizium und Chemie. Für Chemie brauchst du wieder Rohöl, ne? Genau. Petrochemikalie.
Und hier vermutlich genau das gleiche. Ja, ja, okay. Das habe ich schon gedacht. Also gut, wir brauchen Alu, Graphit, Lithium und Silizium in unserem Sektor, den wir jetzt kaufen müssen, Leute, ne? So, das ist Alu. Chrom, Titan, Gold, Silber, Silizium, okay. Graphit, Eisen, Kohle, Kupfer, Lithium und Öl. Oh Gott, kann ich mir das alles merken? Nö. Na. Damit wieder wenig Graphit. Na, das sind ja tolle Sektoren hier, aber echt. Da hätten wir Alu, Graphit, Lithium, richtig gut Öl, aber wenig Silizium. Also ist gerade, wie es machst, ist verkehrt, gell? Nein, 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 nein. Sag mal, Leute, ihr wollt uns nichts Gescheites anbieten? Was soll der Scheiß? Hm? Was soll denn der Dreck? Sieht nicht gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Dann werden wir vermutlich... Warte mal, ich tendiere momentan zu dem hier. Hier ist es einfach ein bisschen mehr verteilt, finde ich. Kaufen wir uns den hier, komm, was soll's. 5 Millionen raus beim Tempel, ne, das sind schon mal von unseren 30 Millionen die ersten 5 weg. So. Den benenne ich jetzt mal nicht um. Den lasse ich jetzt mal so vom Namen her. Hallo? Was brauchen wir an Gebäude? Warenlager. Ich habe mir das schon mal überlegt, weil wir ja festgestellt haben, dass wir eigentlich mit der Produktion am Anfang noch nicht wirklich groß Geld verdient haben. Ich bin mir überlegen, ob wir zuerst so ein bisschen einen auf Händler machen. Ne, eine Forschung anschmeißen. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Forschung. Weil das kostet ja alles richtig gut Asche, haben wir festgestellt. Und über die Forschung dann sagen, reduziere Preise für Gebäude und so weiter. Und erst dann bauen wir den ganzen Produktionsscheiß. Weil schaut doch mal hier, dieses blöde Ding kostet 5 Millionen. Und wenn du jetzt dir da 10% sparen kannst, dann hast du dir schon mal 500.000 gespart. Das ist, ja, haut schon mal nicht schlecht rein, hätte ich gesagt. Deswegen, wir produzieren, oder was heißt wir produzieren? Wir bauen ein Warenlager und eine Forschung. So, und das lassen wir mal ganz vorsichtig vor sich hinbauen, ganz gemütlich. Dann brauchen wir hier natürlich noch in, wie heißt die blöde Stadt, Davensberg. Wann wird denn das auf der Karte angezeigt eigentlich? Gar nicht, oder? Nee. Wieso wird jetzt auf der Karte der Name nicht mehr angezeigt? Okay, hier steht Davensberg. Na gut, muss ich halt hier reinklicken. Also dann würde ich sagen, wir bauen uns hier mal unser Handelszentrum. Ne, mit unserem Logo Haubitzen Inc. Yeah. Super. So, und das Zeug ist fertig. Pause. Okay. Also Forschung ist fertig. Warenlage ist fertig. Forschung. Da brauchen wir natürlich wieder erst einmal ein paar Handlampen. Die wir einstellen. Ich bin mir überlege, sollen wir gleich in die Vollen gehen? Ja, komm, wir gehen in die Vollen. Kostet 84.000 im Monat. Das muss erstmal verdient sein. Und wir gehen erst einmal hier in unsere Unternehmensforschung und investieren einen Monat, 33 Tage in die Forschungsgeschwindigkeit. Oder sollen wir das in die Baukosten gehen, minus 10%? Ne, wir machen Forschungsgeschwindigkeit und dann machen wir Baukosten. Dass es einfach schneller geht. Ne? Jetzt hast du die Geschwindigkeit pushen, dann die Kosten, die Baukosten reduzieren und den Rest sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also deswegen lassen wir das mal vor sich hinlaufen. In der Zwischenzeit schauen wir auf den Weltmarkt. So, alles löschen. Wir wollen Elektrofabrik. Da würde ich sagen, da kaufen wir einfach mal. Beziehungsweise nein, Schmarrn, was mache ich denn? Hier müssen wir, genau, Unterhaltungselektronikfabrik.
Da würde ich sagen, da kaufen wir erst einmal die Produkte, die wir später dann auch produzieren werden, vom Markt ein, allerdings etwas vergünstigt. Ne? Wir kaufen nochmal eine kleine Qualität. Wir kaufen quasi das Billigzeug. So, und zwar von den Handys. Ins Warenlager. Da kaufen wir mal, sage ich mal, ja, machen wir mal 200 Stück, oder? Wiederholt. Und was haben wir noch? Smartphone kaufen wir auch mal. Ins Warenlager 200 Stück. Wiederholt. Dann hätten wir noch Tablet. Kaufen wir auch ins Warenlager. Also wir machen jetzt wirklich einen nur auf Zwischenhändler. Wir kaufen reduzierte Qualität und verkaufen zum teureren Preis. Wir produzieren aktuell nichts. So. Jetzt müsste hier dann eigentlich sich unser Lager füllen. Jawohl, da ist auch schon. Sehr gut. So, und wenn unser Handelscenter fertig ist, schauen wir hier, oh, 118.000 Miese am Tag. Wenn unser Handelszentrum fertig ist, so wie jetzt, können wir den ganzen Dreck hier verkaufen. So, hallo, Warenlager, Handy. Warenlager, Smartphone. Warenlager, Tablet. Die Nachfrage ist da, ne? Die Nachfrage ist definitiv da. Und wir haben hier eine recht flotte Gewinnspanne drauf. Dafür, dass wir nichts produzieren. Oh, Alter, schau mal hier. Ja, schaut euch das an. Da geht die Kohle raus. Schaut euch die Nachfrage an, das ist ja Wahnsinn. Da kann ich ja viel mehr. Da geht ja viel mehr. Da geht ja viel mehr, Mensch. Da kann ich ja... Gehen wir mal auf 300. Ne? Sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Gehen wir mal auf 300. So. Wann kaufen die immer? Um Mitternacht, glaube ich, kaufen die, oder? Nee. Da haben sie jetzt gerade nicht gekauft. Oder es ist sofort wieder verkauft worden. Das kann natürlich auch sein. Ja, das geht sofort raus. Das wird sofort verkauft. Unglaublich. Da geht sofort. Schau mal, hier 100.000 am Tag verdienen wir. Das ist ja übel. 100.000 am Tag. Okay, das ist heftig. Was macht die Konkurrenz? Die macht noch gar nichts, ne? Ja, ja, die schauen nur zu. Die haben noch nirgendwo einen Standort, die Konkurrenz. Okay. Jetzt Moment, wenn wir 100.000 am Tag verdienen, heißt das, wir machen im Monat knapp 3 Millionen. Das ist schon flott, ne, hätte ich gesagt. Dann kann man sich überlegen, ob wir nicht noch gleich den zweiten Sektor kaufen. Haben ist besser als als nicht haben, ne? Haben ist besser als brauchen, heißt es immer. Wenn wir da jetzt gleich investieren. Okay, hier haben wir dann schon deutlich weniger Arbeiter. Das merkst du dann gleich. 524. Das Silizium, das gibt es nirgendwo in großer Menge, habe ich den Eindruck. Scheint so ein bisschen Mangelware zu sein. Aber echt, absolute Rarität, dieses Silizium. Bei den ganzen anderen Scheiß, den gibt es richtig oft. Der ist auch noch sehr hübsch, so von auch von den besonderen Geschichten hier, ne? Gold, Silber, Platin. Ich glaube, den holen wir uns auch noch. Den reservieren wir uns einfach mal, ne, wenn es so ein geiler Sektor ist. Haben halt wieder ewig viel Geld rausgepulvert, aber mein Gott. So, schauen wir uns den Markt kurz an. Halt nicht, Mann. Hier, Markt, Statistik. Davensberg, Unterhaltungselektronik. Handy, Smartphone. Man könnte jetzt die Smartwatch und Universalübersetzer noch hertun unter Umständen. Laptop könnte man noch hertun. Smartwatch. Weißt du was? Da gehen wir auch mal her und sagen, okay, wir wollen... Sagen wir mal 100. Laptop
wollen wir auch. 100 am Dach. Und VR-Brillen wollen wir auch 100 am Dach. So, dann müssen wir hier natürlich neue Geschäfte aufmachen, ist logisch. Achso, ich habe noch nichts. Okay, ja. Ich habe noch nichts auf Lager. Jetzt aber, so. Laptop. Es ist eigentlich keine schlechte Idee hier, ne? Erst einmal richtig schön einkaufen und dann mal schauen, was so geht. Ja, die Gewinnspanne allein beim Weiterverkaufen ist schon fett. 160.000. Krass. Ja, und wir werden den ganzen Dreck los. Ja, und wir haben keine Konkurrenz aktuell. Wir sind wirklich, ja, Monopolstellung derzeit, ne? Nirgendwo noch eine Konkurrenz am Start, nirgendwo. 137.000. Ja, und wir verkaufen alles. Kann ich echt die Werte hier noch anpassen? Mach ich 200, mach ich 200. Machen wir 200. Und da können wir, glaube ich, nochmal hochgehen. Naja, das verkauft sich echt richtig gut. Der Scheiß. Bin mal gespannt, ob wir die 200er Grenze knacken. Bei den Handys müssen wir ein bisschen aufpassen, da sind wir schon, ja, über der Hälfte, ja. Wir sind schon sehr nah dran an der Nachfrage, habe ich den Eindruck. Hier bei der Smartwatch ebenfalls. Beim Laptop haben wir noch viel Luft nach oben. Und bei der VR-Brille müssen wir auch aufpassen, glaube ich. Aber schau mal hier, fast 200.000 am Dach. Das ist fett. So, was macht die Forschung, Freunde? Hm? Was geht so? Okay, zwei Drittel sind durch. Zwei Drittel sind durch. Wie war unser Unternehmenswert zu Beginn? 30 Millionen, wir sind schon drüber. So, Konkurrent hat einen Sektor gekauft hier oben. Der hat ein Forschungszentrum hingestellt, okay. Ja, soll er machen. Soll er rückmachen, der andere hat ebenfalls gerade investiert. Hat auch ein Forschungszentrum, okay. Mehr haben beide aktuell noch nicht. Heißt aber, unser Konkurrent, der Grüne, wird vermutlich auch hier in Davensberg mit einsteigen in den Markt, wohingegen der andere Kollege vermutlich hier drüben in Wiesenbronn sein Unwesen treiben wird. Naja, warten wir es ab. Er hat mal noch kein Geschäft aufgemacht. Aber gut, er hat auch derzeit noch nichts zum Verkaufen. Er hat nur ein Forschungszentrum, ne? Ansonsten hat er aktuell nichts. Aber wir verkaufen auch nur. Nein, wir produzieren derzeit noch nichts. Was macht er hier? Biotech-Fabrik. Macht der Gelbe. Der da drüben. Okay, ist uns wurscht. Ne? Wir sind ja nicht in der Biotech tätig, sondern in der Unterhaltungselektronik. Und wir verdienen richtig Asche. Wir verdienen richtig Asche. Das klingelt im Karton. Ich glaube, bei den Smartphones können wir noch mal ordentlich nach oben gehen. Und bei den Tablets auch. Ja, das mache ich jetzt auch. Smartphone und Tablets, da hauen wir noch mal einen raus. Gehen wir mal auf 800. Ist jetzt vielleicht schon ein bisschen gierig. Aber hey, wir probieren es. Ne, vielleicht werden wir das Zeug ja los. Vielleicht machen wir ja ein gutes Geld mit, wer weiß. Sieht sehr gut aus. Ja, wir sind schon bei 300.000 am Dach. Was soll ich sagen? Wer produziert, verliert, oder? Ich muss ja gar nichts produzieren, um richtig Asche zu machen. Sehr spannend. Unsere Forschung ist abgeschlossen. Okay, heißt Forschungsgeschwindigkeit ist am Machen. Dann schauen wir mal in unsere Produktionsgebäude rein. Wo ist jetzt unsere Unterhaltungselektronik? Hier. Geben wir mal Pause. Ganz kurz Pause, beziehungsweise wisst ihr was? Apropos Pause, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich
würde sagen, wir machen an dieser Stelle unseren ersten Break und werden beim nächsten Mal hier weitermachen, was wir hier alles in der Unterhaltungselektronik für uns erforschen können. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Dabeisein bei Industry Manager Future Technologies. Jan würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus!